Ja, der Manuel Zeitz hat halt einen Finger ins Auge bekommen. Na, okay. Und da ist es Augenmuskel, er sieht jetzt erstmal nichts, hat Probleme, das Auge aufzumachen. Und Markus Mendler wissen wir halt noch nicht. Beim Schuss ist ihm in die Hacken getreten worden und es hat ein bisschen geknackt, aber das kann die Kapsel sein. Ich glaube, oder wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Er hat erstmal Schmerzen. Okay. Wie wart ihr sonst mit dem Spiel zufrieden heute? Ja, ist einfach ein sehr guter Test. Ne? Wir haben zu null gespielt, ne? Hätten vielleicht in der ersten Halbzeit ein Tor machen können. In der zweiten Halbzeit hätten beide Parteien auch ein Tor erzielen können. Aber besonders in der ersten Halbzeit haben wir Bälle vors Tor gebracht, sind am Ball vorbeigerutscht. Da haben wir gute Situationen in der Offensive gehabt und waren auch defensiv stabil. Ne? Also das, was wir wollen, haben wir heute gut umgesetzt. Ja. War das jetzt auch so ein bisschen die Grundordnung und auch die Stammelf, die man sehen möchte? Nein, Stammelf würde ich nicht sagen. Wir haben ein paar gleichwertige Spieler und da spielt der eine mal die Position und der andere fängt mal an. Und die haben es heute einfach gut umgesetzt und diese vom System her spielen wir das schon länger so. Ja. Und eigentlich die ganze Vorbereitung. Und das sah heute sehr gut aus. Man muss natürlich auch sagen, das war der beste Platz, den wir in der Vorbereitung hatten. Ja, tolle Anlage. Na, ganz, ganz toller Rasen und wirklich guter Test, ebenbürtig, auf Augenhöhe. Na, also das Spiel war spitz auf Knopf. Ja.